Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Abschlusspräsentation der Jungen Akademie 2021, digital und live aus dem Casino am Schwarzenbergplatz. Ja, die Ausgangsbasis für unsere nächste Premiere, Es war einmal, ist die Reihe My Home is My Burg Theater Märchen Edition. Der eine oder andere hat sie bestimmt gesehen. Es gab hier täglich eine neue Folge, in der das Ensemble Sagen und Märchen aus Wien, aus Europa, aus der ganzen Welt vorgelesen hat. Unter anderem unser lieber Kollege Markus Meyer, der sich den Bremer Stadtmusikanten angenommen hat. Und dieses Märchen ist auch ein Teil des Hörspielprojekts geworden, das wir jetzt gleich sehen werden. Dieses Projekt ist in Kooperation mit dem Verein Juhu entstanden, der ist im 12. Bezirk. Der Verein Juhu, der hilft Kindern und Jugendlichen beim Lernen in Wien-Meidling. Die Mitarbeiterinnen versuchen mit ihrer Arbeit soziale Exklusion entgegenzuwirken und gleiche Startbedingungen für alle zu schaffen. Sie versuchen, Bildungshürden zu reduzieren und fördern Chancengerechtigkeit, gleiche Bildungszugänge für alle Kinder jeglicher Herkunft. Jetzt aber an die analog vorab angemeldeten Kinder heranzukommen während dem Lockdown, das war wahrscheinlich die größte Herausforderung, denn die Kinder waren nicht in der Schule, sie waren nicht in den Örtlichkeiten des Juhu und sie waren aber auch nicht über den Computer zu erreichen, weil die technischen Mittel gefehlt haben. Das ist jetzt also der Schauspielerin Monika Haberfellner und der Hörfunkjournalistin Katrin Wimmer gelungen ist, mit diesen Kindern in Kontakt zu treten. Das ist vermutlich auch ein sehr großes Erfolgserlebnis. Ihre Konzepte, die schon fast fertig waren, die haben sie einfach alle wieder verworfen, neu überarbeitet, neu entwickelt, bis sie schließlich zu dem Ergebnis gekommen sind, dass sie einfach mit den Kindern telefonieren, mit ihnen reden. Über sie, über die Märchen und die Themen, die in den Märchen vorkommen. Monika, Katrin, seid ihr da? Hallo. Ja, ich höre dich. Hallo. Hallo. Hi. Wie habt ihr denn mit den Kindern gearbeitet? Ja, also wir haben mit den Kindern so gearbeitet, dass wir sie angerufen haben und mit ihnen über Märchen gesprochen haben und haben so versucht, einen Kontakt zu ihnen aufzubauen. Und die Bremer Stadtmusikanten, die habe ich ausgesucht, weil ich es ein ganz cooles Märchen finde und auch weil Markus Meyer das natürlich wunderbar vorliest in dem Video von My Home is My Burg Theater. Und andererseits mag ich es auch, weil die Tiere ja, miteinander Musik machen und so eine gemeinsame Sprache entwickeln. Und wir sind auch auf der Suche nach einer eigenen Sprache mit den Kindern. Und das war gar nicht so einfach, weil die technischen Voraussetzungen waren teilweise gar nicht gegeben. Und dann haben wir wirklich erst unsere Kinder suchen müssen, genauso wie der Esel aus den Bremer Stadtmusikanten. Aha. Und Katrin, das Projekt ist ja mit dem Verein Juhu entstanden. Wofür steht der Verein noch? Ja, Juhu ist ein Verein, in dem treffen sich junge Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und die lernen und spielen zusammen zum Beispiel. Und genau so haben wir auch in unserem Projekt zusammengefunden. Und das war eine sehr spannende Erfahrung und ich hoffe, dass das auch für die Kinder spannend war. Ja, danke. Also Nisa, Jehad, Retac und Tiffany haben ihre liebsten Märchen erzählt, bearbeitet, vertont, am Telefon getanzt und gemalt. Und wir freuen uns jetzt wirklich sehr auf das Videohörspiel. Es war einmal. Das dauert aber ganz schön lange, ja, bis die ans Telefon gehen. Ja, vielleicht sind sie unterwegs. Vielleicht sind sie auch unterwegs nach Bremen. Ja, ja. 1, 2, 3, 4. Es war einmal. Er war mal welch. Kann ich mal kann. Sie war im Spieljockmusch. Kennst du das? Es gibt so einen Mann und eine Frau, die sind dann arm und sie haben dann zwei Kinder. Einer ist ein Mädchen, sie ist klein und ein ist ein
Bruder, halt erst groß. Und die Eltern hatten kein Geld und sie haben die Kinder ohne Geld und nichts. Meine, sie hatten nichts und haben sie gelassen. Und auf einmal ist so eine Hexe gekommen und hat gesagt, dass sie ein Lebkuchenhaus hatte und sagte, dass sie mit ihr kommen sollte. Jetzt einfach noch einmal. Es hatte ein Mann einen Esel, der ihm schon lange Jahre treu gedient hatte, dessen Kräfte aber nun zu Ende gingen, so dass er zur Arbeit immer untauglicher ward. Da wollte ihn der Herr aus dem Futter schaffen, aber der Esel merkte, dass kein guter Wind wehte, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Dort, dachte er, kannst du ja Stadtmusikant werden. Ich finde etwas und das tanze ich und dann singe ich darüber. Ich gebe alles, was ich so in mir drin habe, alles raus und sag alles und sing einfach. لو خايف روحنا وخلص الأمر وتري حمام ما جيت معك إنك غندان لا ترفع حالك عزة بتبرع عليك وحياتي أنا هذا الذي بحكاياتي يلا مش هتخلص من حواراتي. Zum Beispiel der Esel war dann alt und konnte nichts mehr tragen und deshalb sie wollten den Esel töten und der Esel ist dann von Haus weggegangen und war dann ein bisschen geruhigt, weil er dann von ihnen nicht getötet wurde. Und dann ist er gegangen und dann hat er halt einen Hund gesehen. Und der Hund war auch traurig, weil den Hund, weiß ich nicht, das wollten sie wieder den Hund eigentlich machen. Den finde ich besonders toll, weil der hat so ein Schicksal. Der Herr möchte ihn eigentlich ja weggeben oder sogar töten, weil er alt ist und nutzlos. Und das ist sehr, sehr traurig. Und wie er sich dann mit Hilfe seiner Freunde wieder stark fühlt und gesund und kräftig. Also das geht. Wir haben einen Ball und wir müssen die anderen schießen. Und wer ist geschossen? Er muss warten, bis der andere geschossen ist, dann darf er rein. Ich gehe gern schwimmen, also spazieren, zum Spielplatz, tanzen. Immer wenn man irgendwo mitmacht und dann sieht man Leute und dann sieht man sie wieder und dann kann man sich halt daran gewöhnen. Da war einmal ein Mädchen und die Mama von Mädchen hat gesagt, nimm das. Und das von deiner Oma. Und das Wachs hat gesagt für die Mädchen, geh in andere Richtung. Und sie hat gesagt ja. Und dann hat die Oma gegessen und er hat die Brille und sie hat von dort gesagt, warum deine Augen sind so groß. Er hat gesagt, weil ich will dir so gut sehen. Miau, miau, Kikariki. Ah, ei was, du Rotkopf, sagte der Esel. Zieh lieber mit uns fort. Wir gehen nach Bremen. Ja, etwas Besseres als den Tod findest du überall. Du hast ja eine gute Stimme und wenn wir zusammen musizieren, so muss es eine Art haben. Der Hahn ließ sich den Vorschlag gefallen und sie gingen alle viere zusammen fort. Sie konnten aber die Stadt Bremen in einem Tag nicht erreichen und kamen abends in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten sich unter einen großen Baum, die Katze und der Hahn machten sich hinauf. Der Hahn aber flog bis in die Spitze, wo es am sichersten für ihn war. Also ich habe Angst, wenn es dunkel ist. Weil ich denke nach, ein Fuchs kommt, der Fuchs kommt und schlagt mich. Ich habe ganz viel Angst, dann laufe ich weg und ja. Also, ich würde nicht zuschlafen, ich würde einfach gehen. Hallo? Hat er jetzt aufgeregt?
Soll ich nochmal anrufen? Warte. Herzlich willkommen. Der von Ihnen gewählte Gesprächspartner ist im Moment nicht erreichbar. Piep, 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 das dauert mir zu lange. Ich esse jetzt erstmal eine Möhre. Ich spreche Spanisch, Englisch, Portugiesisch, ein bisschen Französisch und ich lerne gerade Japanisch. Also meine Mutter sagt, es ist eigentlich ganz gut, wenn ich viele Sprachen kann, falls ich in verschiedenen Situationen bin oder in verschiedenen Ländern. Dann kann ich diese Sprachen einsetzen, aber am wichtigsten ist Englisch. Ehe er einschlief, sah er sich noch einmal nach allen vier Winden um. Da deuchte ihn, er sähe in der Ferne ein Fünkchen brennen und rief seinen Gesellen zu: Kikariki! Nun machten sie sich auf den Weg nach der Gegend, wo das Licht war, und sahen es bald heller schimmern. Und es ward immer größer, bis sie vor ein hell erleuchtetes Räuberhaus kamen. Der Esel, als der Größte, machte sich ans Fenster und schaute hinein. »Was siehst du, Kikariki, Grauschimmel?« fragte der Hahn. »Was ich sehe, ja«, antwortete der Esel. »Einen gedeckten Tisch mit schönem Essen, ja, und Trinken, ja, und Räuber sitzen daran und lassen sich wohl sein.« Der Esel musste sich mit den Vorderfüßen auf das Fenster stellen, der Hund auf des Esels Rücken, die Katze auf den Hund klettern und endlich flog der Hahn hinauf und setzte sich der Katze auf den Kopf. Also von den Tieren, das Hahn, weil er hat also auf der Rücken gehüpft und so. Welches hat mir am meisten gefallen? Der arme Hund. Die Katze und, die Katze, weil sie ist so lustig. Als Mitternacht vorbei war und die Räuber von Weitem sahen, dass kein Licht mehr im Haus brannte, auch alles ruhig schien, sprach der Hauptmann: »Wir hätten uns doch nicht sollen ins Bockshorn jagen lassen!« und hieß einen hingehen und das Haus untersuchen. Der Abgeschickte fand alles still, ging in die Küche ein Licht anzuzünden, und weil er die glühenden, feurigen Augen der Katzen für lebendige Kohlen ansah, hielt er ein Schwefelhölzchen daran, dass es Feuer fangen sollte. Aber die Katze verstand keinen Spaß, sprang ihm ins Gesicht, spie und kratzte. Da erschrak er gewaltig, lief und wollte zur Hintertüre hinaus, aber der Hund, der da lag, sprang auf und biss ihn ins Bein. Und als er über den Hof an dem Miste vorbeirannte, gab ihm der Esel noch einen tüchtigen Schlag mit dem Hinterfuß. Der Hahn aber, der vom Lärmen aus dem Schlaf geweckt und munter geworden war, rief vom Balken herab: »Kikariki!« Da lief der Räuber, was er konnte, zu seinem Hauptmann zurück und sprach: »Ach, in dem Haus sitzt eine gräuliche Hexe, die hat mich angefaucht und mit ihren langen Fingern das Gesicht zerkratzt. Und vor der Türe steht ein Mann mit einem Messer, der hat mich ins Bein gestochen und auf dem Hof liegt ein schwarzes Ungetüm, das hat mit einer Holzkeule auf mich losgeschlagen. Und oben auf dem Dache, da sitzt der Richter, der rief: Bringt mir den Schelm her! Da machte ich, dass ich fortkam.« Von nun an getrauten sich die Räuber nicht weiter in das Haus. Den vier Bremer Musikanten gefiel's aber so wohl darin, dass sie nicht wieder heraus wollten. Du meinst, dass du nicht so sehr gut gehört hast und dass ich alles wieder sagen soll? Ja, vielen Dank für diesen wundervollen Beitrag und wie schön, dass ihr Teil der Jungen Akademie 2021 seid.